nächsten Vortragenden, den ich ankündigen darf, der hat, finde ich, thematisch ein bisschen eine andere Art und Weise, am Thema ranzugehen. Und bei dem Geldkongress erfährt man ja viel über Zahlen und Fakten. Und er beschäftigt sich mit einer Größe, die nicht so einfach zu fassen ist, nämlich mit den Menschen selber. Und ich wünsche deswegen jedem, der hier im Raum ist, viele Erkenntnisse bei diesem Vortrag. Die sanfte Geldproduktion. Genau, und deswegen würde ich gerne willkommen heißen, Hans-Jörg Stützel. So, einen wunderschönen guten Nachmittag zusammen. Es geht um ein Thema, wie Veränderungen in der Gesellschaft möglich werden. Ein Thema, das kein Luxusthema ist. Es ist ein Überlebensthema. Wenn man sich anschaut, wie wir momentan mit dem Planeten eigentlich umgehen oder auch welche Probleme unsere Gesellschaft hat. Unsere Gesellschaft steckt in vielen Bereichen in Sackgassen, wo sie nicht mehr rauskommt. Und da kann ich vielleicht mal anführen die Schuldenkrise. Die Schuldenkrise hat noch nicht im Ansatz den Höhepunkt erreicht. Oder unser Geldsystem im Gesamten. Auch das ist schon seit langer, langer Zeit in einer schwierigen Situation. Es ist krank oder vielleicht so. Und wenn wir das nicht gelöst und Vertrauen in dieses Geldsystem verlieren und nicht mehr miteinander austauschen, kann dieser Überfahrbaren zusammenbrechen und wir haben Mangel. Also ein Riesenthema. Oder wir schauen uns andere Themen an, wie zum Beispiel, dass wir Urwälder abroten, um Öko-Benzin anzubauen. Oder nochmal aus einer anderen Sichtweise, dass täglich Tiere und Pflanzen aussterben, die über Tausende oder vielleicht sogar Millionen von Jahren hier ihre Heimat hatten. Es ist kein Luxusthema jetzt, um das es jetzt geht. Es ist ein Überlebensthema für unsere jetzigen Generationen und vor allem für die nachfolgenden Generationen. Im Titel, beziehungsweise ich werde anhand eines Beispiels aufzeigen, wie man tatsächlich auch heute noch Veränderungen in unserer Gesellschaft verursachen kann. Und ich werde es anhand eines Beispiels geben, das einer zu den schwersten und schwierigsten Themen überhaupt gehört, nämlich zu diesem unser Geldsystem im Gesamten, wie wir das verändern können. Es ist deshalb so extrem schwierig, weil wir hier mit dem Thema Geld zu tun haben. Und Geld selbst ist nichts anderes als ein Synonym für Macht. Und wenn wir eine Veränderung im Geldsystem herbeiführen wollen, so kann es sein, dass Menschen, die momentan von diesem Geldsystem exorbitant profitieren, und ich rede nicht hier um kleinere Beträge, sondern über viele, viele Milliarden Euro, die werden damit natürlich nicht einverstanden sein. Und sie werden ihre Macht dazu verwenden, um solche Bewegungen, die ein neues, ein menschengerechteres Geldsystem haben wollen, werden natürlich diese Macht verwenden, um das zu verhindern. Und das macht dieses Thema exorbitant schwierig. Aber angenommen, wir schaffen es, in diesem Bereich eine Veränderung herbeizuführen, dann sehe ich auch die Zukunft unserer Gesellschaft sehr optimistisch. Denn dann können wir dieses Wissen auch auf andere Bereiche projizieren, die vielleicht nicht ganz so schwierig sind. Denn das, was im Schwierigen funktioniert, funktioniert allemal im etwas Leichteren. Ich nenne dieses Thema, was wir jetzt angehen, die sanfte Geldrevolution. Ein Begriff, der in sich irritierend wird. Wie kann eigentlich eine Revolution sanft sein? Eine Revolution, laut dem Duden heißt, Revolution ist ein gewaltsamer Umsturz politischer oder gesellschaftlicher Verhältnisse. Also, wenn wir über Revolution reden, reden wir letztendlich über Gewalt. Menschen sterben in der Regel, werden verletzt, Blut fließt in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form. Und diese Art von Revolution meine ich natürlich nicht.
Denn diese Art von Revolutionen, die aufgrund von Gewalt entstehen, lassen eines vermissen, nämlich die Nachhaltigkeit. Die fehlt dort komplett. Denn es scheint ein Gesetz zu geben, das besagt, das, was du mit Gewalt genommen hast, wirst du nur mit Gewalt behalten können. Man ist also im Grunde genommen in einer Spirale drin, der Gewaltspirale, und kommt dort letzten Endes nicht mehr raus. Wir sehen dies momentan in vielen Ländern, wo eine Revolution gerade stattfindet. In Ägypten, Libyen oder in Syrien, gerade ganz schlimm. Und es, wenn man dieses Gesetz, das, was man mit Gewalt sich genommen hat, nur mit Gewalt behalten kann, ansetzt, dann werden auch diese Revolutionen keine Nachhaltigkeit haben. Und darum habe ich ein Verb vorne dran gesetzt, nämlich sanft. Können wir tatsächlich eine tiefgreifende Neuerung, Wandlung unseres Geldsystems bewirken, auf der Basis der Sanftheit, der Gewaltfreiheit, schlichtweg auf der Basis der Vernunft? Und darum geht es, um nichts anderes. Wenn wir in dieses Geldsystem jetzt eintauchen, sollten wir uns natürlich anschauen, was erwartet uns gerade. Wir wissen alle, das Geldsystem in sich ist sehr, sehr krank, nicht erst seit heute. Meiner persönlichen Ansicht nach seit mindestens 20 Jahren erkennbar krank. Und daraus resultieren zwei Möglichkeiten. Das erste ist, dass das jetzige Geldsystem bestehen bleibt, wie es bisher ist. Der Herr Professor Otte vorher hat, da gab es ja auch eine Frage, wann crasht jetzt endlich dieses System? Theoretisch, meiner Ansicht nach, hätte es schon vor 20 Jahren crashen können. Aber es heißt noch lange nicht, dass es jetzt davor stehen muss. Man kann dieses System relativ lange am Leben halten. Und die zweite Variante ist, das jetzige Geldsystem kollabiert. Auch das ist eine Option. Das ist definitiv möglich. Und schauen wir uns doch mal, oder wie so ein das Geldsystem kollabieren kann, gibt es eigentlich zwei Hauptgründe dafür. Die erste Möglichkeit ist, dass es von oben nach unten gesteuert wird. Dann kann es eine geregelte Veränderung im Geldsystem geben. Das heißt, die Politiker bzw. jene, die dahinter stehen, führen ein neues Geldsystem ein. Das wäre natürlich zu befürworten. Und die zweite Möglichkeit ist, um ein neues Geldsystem einzuführen, das haben wir Bürger in der Hand, indem wir diesem Geldsystem nicht mehr vertrauen, zur Bank gehen und unser Geld abheben. Das ist ein sogenannter Bankenrun. Und jedes Geldsystem heute ist davor nicht gefeit. Das heißt, wenn Menschen ihr Geld abheben, ein Bankenrun entsteht, so kann das System von unten gestürzt werden. Schauen wir uns jedoch zuerst einmal die Variante 1 an. Welche Folgen hätte es denn, wenn das System bestehen würde? Es gibt eine weitere Verschiebung des Geldvermögens. Es wird also weitergehen. Basierend auf der einen Seite aufgrund des Zins- und Zinseszinssystems. Aber wir können jetzt eigentlich heute sagen, das haben wir durchbrochen, weil wir haben historisch tiefe Zinsen. So hat man in dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen recht. Aber wir brauchen nur mal die Staatszinsen um Deutschland herum anzuschauen. Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Zypern etc. Und die zahlen sehr, sehr hohe Zinsen zum Teil. Also das Thema Zins- und Zinseszinssystem existiert weiterhin. Es scheint etwas abgeschwächt zu sein, aber viel schlimmer ist, dass es ersetzt worden ist, sondern dass die Umverteilung eine ganz andere Dynamik bekommen hat, nämlich in Form von Rettungsschirm in Milliarden- und Billionenhöhe. Das heißt, es fließen riesige Volumen in riesige Geldtöpfe und die werden entsprechend hingesteuert, wo es gewisse Menschen haben möchten. Und ich vermute persönlich selbst, dass die Umverteilungssituation so stark ist heute wie noch nie vorher. Zu
zumindest vor der, nach der letzten Währungsreform. Dieses Geld bleibt nicht ungenutzt irgendwo auf Konten, sondern es wird verwendet, es wird genutzt, nämlich vor allem um Erdressourcen, wie zum Beispiel Wasser, Bodenschätze aufzukaufen, aber auch andere Werte, worauf Menschen zugreifen müssen. Die Bahn, Telekom, Autobahn, Flughäfen, etc. etc. Es ist ein Kampf entstanden um die Ressourcen dieses Planeten. Und sofern dieses Geldsystem bestehen bleibt, geht dieser Kampf weiter. Und dann entsteht natürlich etwas, dass der Druck immer stärker und stärker wird. Momentan, sehr schmerzlich, erfährt das Griechenland in einer dramatischen Situation. Diesen Druck spüren wir momentan in Deutschland noch nicht in dieser Form, weil wir zwei Aspekte haben, die das kaschieren lassen. Einen Wirtschaftsboom aufgrund von China und Indien auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, weil wir ein System eingeführt haben, in dem wir immer die Auswirkungen aus dieser Schuldenkrise kaschieren, indem wir einen Rettungsschirm nach dem anderen kreieren und somit gar nicht zum Zahlen kommen. Aber irgendwann mal kommt ja der Zahltag. Und dieser Druck, der sieht vielleicht so aus. In Form von Steuererhöhungen, in Form von Erhöhung von Sozialabgaben, Kürzung der Sozialleistungen, Streichung der Zuschüsse für öffentliche und kulturelle Einrichtungen, Erhöhung, Einführung von Studien- oder Schulgebühren, Gehaltskürzungen, gerade in Griechenland ganz, ganz stark zu erkennen, indem zum Beispiel der öffentliche Dienst gewaltige Einbußen haben, Rentner, der nächste Punkt oder die übernächste Rentenkürzung, Schließung von Krankenhäusern, Sonderabgaben wie Immobilienabgaben etc. Und somit mutiert dieses System zu einem subtilen Raubrittertum. Und solche Dinge sind keine Fiction in irgendeiner Form, sondern es ist Realität, in Griechenland absolute Realität, und irgendwann mal wird es natürlich auch auf Deutschland starten. Bewegungen dafür tun, um dieses in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Nur mal die Spitze des Eisberges aufzuzeigen, in Form von Rettungsschirmen versucht man das System aufrechtzuerhalten, Griechenland-Hilfspakete, EFSF, ESM etc. und alles, was noch zukünftig kommen wird. Die Europäische Zentralbank kauft Staatsanleihen etc. auf. Oder wie auch der Vorredner, glaube ich, schon geäußert hat, durch Liquiditätsspritzen für die Banken im Jahre 2012 an der Jahreswende haben die Banken 1 Billion Euro zur Verfügung gestellt für 1% Zinsen. Die Banken haben das dankend angenommen, haben das zum Beispiel in spanische Staatsanleihen investiert, haben dann 4, 5, 6% erzielt. Es war letzten Endes nichts anderes als eine Subvention der Banken. Die zweite Variante ist, dass das jetzige Geldsystem kollabiert. Welche Folgen hättest du, oder was, welche Chancen? Die erste Möglichkeit ist Einführung eines gleichartigen Geldsystems. Diese Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Denn es gibt in der Regel Notfallprogramme. Also ich weiß es aus allererster Hand, dass zum Beispiel bei der Deutschen Bundesbank immer eine Notwährung in den Tresoren war. So gab es an der Mosel einen Atombunker, wo die Deutsche Bundesbank Milliarden an D-Mark, an eine Ersatzwährung, das war die sogenannte BBK-2-Serie, dort vorsichtshalber gedruckt hat. Und das hat jetzt gar nichts mit unserer aktuellen Situation zu tun, sondern es gibt ein Spruchwort, wo mein Onkel, der Bundesbankdirektor ist, immer zu mir geäußert hat: Jede verantwortungsvolle Regierung hat eine Zweitwährung in ihren Tresoren. Das kann ich nur hoffen, dass die Europäische Zentralbank verantwortungsvoll ist, beziehungsweise die EU.
Diese Ersatzwährung gebe ich Ihnen mal ein Bild. Die BBK 2 Serie, ich habe den 50er D-Mark-Schein mal hier aufgezeigt. So sah das damals aus. Und jetzt glaube ich, dass ich sagen kann, mein Onkel war, oder es wurden verschiedene Direktoren letzten Endes in diesem Bunker alle 2 Jahre untergebracht. Für 2 Wochen wurden sie eingesperrt und es wurden entsprechende Notfallprogramme durchgespielt. Mein Onkel hat immer sich davor gedrückt, weil er das nicht so schön fand, 2 Wochen in einem Bunker zu verbringen. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass die Europäische Zentralbank gute und schlüssige Konzepte diesbezüglich hat. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es ein sehr ähnliches Konzept ist, wie es jetzt ist. Denn es haben die gleichen Köpfe wahrscheinlich kreiert. Die zweite Möglichkeit ist, man glaube es nicht, dass ein schlechteres Geldsystem plötzlich eingeführt wird. Was könnte ein schlechteres Geldsystem sein? Zum Beispiel eine Weltwährung. Eine Weltwährung ist deshalb sehr kritisch, weil die ganze Macht nochmals konzentriert wird auf ein paar ganz wenige Menschen, was in meiner Ansicht nach hochgradig kritisch ist. Es gibt sehr, sehr reiche Menschen, die das forcieren. Ja, es gibt einen der aggressiven Spekulanten, der Herr Soros, der 50 Millionen Dollar in ein Institut investiert hat, wo sich insbesondere damit auseinandersetzt. Ein schlechteres Geldsystem könnte auch zum Beispiel sein, dass das Bargeld abgeschafft wird. Das Bargeld abzuschaffen ist alleine beim Umgang mit Geld ein entscheidender Aspekt. Es ist haptisch. Menschen können mit Bargeld viel besser umgehen als mit Kreditkarten oder mit dem sogenannten Giralgeld. Und wir haben bereits schon Bewegungen hier in Europa, dass es Schritt um Schritt abgeschafft wird. Als einmal der Euro eingeführt wurde, gab es einige Interessensgruppen, die das auch wollten, Banken, Finanzamt etc. Aber wir haben heute zum Beispiel in Italien schon die Situation, dass Bargeldzahlungen über 1.000 Euro verboten sind. Ja, der offizielle Grund ist natürlich wegen der fehlenden Steuerehrlichkeit. Aber wir gehen Schritt um Schritt leider auch in ein schlechteres Geldsystem hinein. Tja, dann gibt es noch die dritte Variante. Ein besseres, ein menschenfreundlicheres Geldsystem. Vielleicht in der Form, dass es zinslos ist oder ein zinsgekapptes Geldsystem. Das wäre sehr schön. Aber welche dieser drei Varianten ist denn die wahrscheinlichste? A, B oder C? A. Ich kann es auch nicht zu 100% sagen, ich vermute, es wird A oder B sein. Denn unser Geldsystem hat sich in den letzten Jahren nämlich bereits schon massiv verändert, in Form dieser ganzen Rettungstöpfe. Auch das ist eine subtile Veränderung unseres Geldsystems. Ich vermute, es wird irgendwo bei A oder B sein. Und welche Lobby hat die Variante C? Wer hier in diesem Raum war so die letzten Wochen in Brüssel und hat Lobbyismus betrieben für ein besseres Geldsystem? Hände bitte nach oben. Kein einziger. Also die Ausgangslage ist nicht besonders gut. Es erscheint so wie der Kampf zwischen David und Goliath. Und noch schwieriger erscheint es, wenn man die politischen Hierarchien sich anschaut. So ist die in Deutschland oder in Europa mehr oder minder politischen Hierarchien aufgebaut. Unten ist der Bürger, dann kommen die Gemeinderäte, die Kreisräte, der Bürgermeister, Landräte, Landesregierung, Bundestagsabgeordnete, Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, die Europäische Union, IWF, also Internationales Währungsfonds, Weltbank. Also es sind etliche Stufen zu bewältigen. Und wenn wir ein besseres Geldsystem haben wollen, wo fangen wir am besten an? Unten bei den Gemeinderäten? Hoffnungslos, wenn wir in Europa etwas verändern wollen. Sondern wir werden sehr, sehr weit nach oben gehen müssen. An die Europäische Union. Aber das ist extrem schwierig. Also real müssen wir da, wo es jetzt blau wird, agieren.
irgendwie ziemlich hoffnungslos. Manchmal denkt man, man könne etwas verändern, indem oben vielleicht die Köpfe ausgetauscht werden. Und auch hier verändert sich nicht wirklich etwas. Nehmen wir mal die amerikanischen Präsidenten, Ronald oder Clinton, bis Barack Obama. Köpfe wurden ausgetauscht oben, aber es hat sich nicht wirklich etwas verändert. Und in Deutschland? Helmut Kohl, Schröder, Merkel, auch hier hat sich nicht wirklich etwas verändert. Und trotzdem gibt es manchmal Menschen, die wirklich eine Vision haben, wie zum Beispiel John F. Kennedy, die wirklich diese Hierarchien hochgegangen sind, auch real etwas verändern wollen. Es ist gar nicht so bekannt, dass John F. Kennedy das Geldsystem reformieren wollte, verändern wollte. Und wenn man dann noch realisiert, dass jener John F. Kennedy an einer schweren Bleivergiftung stirbt, also schlichtweg erschossen wird, dann fällt auch so ein bisschen sein eigenes Gemüt, der das dann beobachtet, hinunter. Wie soll man eigentlich Veränderungen herbeiführen? Es ist in irgendeiner Form scheinbar unmöglich. Selbst habe ich vor 20 Jahren habe ich begonnen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Habe in diesen Hierarchien oder in dieser Form auch gedacht. Und erst einmal wurde ich traurig, realisiert erst einmal. Dann bin ich frustriert worden. Und am Schluss habe ich resigniert. Und ich denke, es sind hier etliche in diesem Raum, die ähnliche Gefühlswelten schon erlebt haben, die sich mit einer Veränderung in unserer Gesellschaft oder mit einer Veränderung des Geldsystems auseinandergesetzt haben. Und so gab es auch bei mir eine Zeit, wo ich komplett resigniert hatte. Und trotz allem über die Jahre hinweg, also bildlich gesprochen, war ich unter dem Teppich gekehrt. Und so über die Jahre hinweg habe ich meinen Kopf rausgestreckt und habe gedacht, es muss doch Möglichkeiten geben, etwas in unserer Gesellschaft zu verändern. Und in dieser Zeit ist mir, auch bildlich gesprochen, immer eine Person über den Weg gelaufen, der mich fasziniert hat. Eine Person, die nachhaltigste Resultate in unserer Gesellschaft bewirkt hat, und das war Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ist sicherlich jedem hier bekannt. Er hat es tatsächlich geschafft, auf einer Basis der Gewaltlosigkeit Indien in die Freiheit zu führen. Und es ist enorm, wie er es geschafft hat, aber es hat Nachhaltigkeit gebracht. Und in irgendeiner Form habe ich für mich gespürt gehabt, dieser Mann, der weiß etwas über das Leben, worüber ich nichts weiß. Und das hat mich interessiert, was weiß dieser Mann? Und somit bin ich hingegangen und habe weitere sanfte Revolutionäre oder gewaltfreie Revolutionäre mir angeschaut. Und so bin ich auf Jesus gestoßen, der bis zum heutigen Zeitpunkt wirkt, ist auch einer der sanften Revolutionäre. Aber wir müssen gar nicht so weit nach hinten gehen, sondern wir können auch in unserer aktuellen Gesellschaft schauen. Da gibt es auch einige, zum Beispiel Dalai Lama. Dalai Lama ist sicherlich auch jedem bekannt. Dalai Lama hat eine sehr, sehr schwierige Situation aktuell. Er kämpft ja für ein freies Tibet. Tibet wird zurzeit extrem von den Chinesen unterjocht. Die Leute werden vertrieben. Klöster werden verbrannt. Die verlieren im Grunde genommen ihre Integrität. Und aus der Not heraus sind einige Mönche hingegangen, haben sich mit Benzin übergossen und angezündet. Und Mahatma Gandhi wurde mal darauf angesprochen, ob er diese Selbstverbrennungen, ob er diese befürwortet. Und er hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Und er sagte wortwörtlich,
Es gehört viel Mut dazu, sich zu verbrennen. Aber Mut alleine reicht nicht. Man muss auch seine Weisheit einsetzen. Was meint jetzt das? Ich habe es ganz verrückt gemacht. Diese Menschen wissen etwas über das Leben, was mir sehr, sehr lange verborgen blieb. Und so bin ich hingegangen und habe jene Persönlichkeit einfach mal so gegenübergestellt und habe geschaut, welche Eigenschaften haben diese Menschen. Die Gemeinsamkeiten, das heißt die Revolutionäre, sie lehnten allesamt Gewalt ab. Und sie lebten in Bescheidenheit. Alle. Jesus, Gandhi oder Dalai Lama. Sie wollten keine politische Macht. Auch ein interessanter Aspekt. Gandhi zum Beispiel. Der hätte wahrscheinlich nur seinen kleinen Finger heben müssen. Und es wären Hunderte an Millionen Inder losgezogen und hätten wahrscheinlich die Engländer niedergetrampelt. Aber er hat sich ganz bewusst auch getrennt von dieser politischen Macht. Sie hatten unendlich viel Geduld, auch ein interessanter Aspekt, waren allesamt Menschenfreunde und leider sind sie auch dafür oft lebten authentisch und sie setzten sich alle mit dem Geistigen auseinander. Jesus hat sehr viel gebetet. Gandhi hat sehr, sehr viel meditiert. Und Dalai Lama, von ihm habe ich mal gehört, dass er um 4 Uhr morgens, zumindest war das damals so, um 4 Uhr morgens aufsteht und mehrere Stunden meditiert, um Klarheit zu haben und dann auch im Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen. An dieser Stelle möchte ich ein paar Worte über mich ganz kurz berichten. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem richtigen und wertvollen Umgang mit Geld. Und dabei interessiert mich vor allem, was sind die Grundwahrheiten des Geldes und wie können wir mit Geld so umgehen, dass es nicht nur mir hilft und nützt, sondern vor allem, dass es meiner Umgebung nützt oder am besten dem gesamten Planeten. Und in diesen 20 Jahren habe ich relativ viele Forschungen betrieben. Und einige Forschungen haben relativ gut funktioniert und andere Forschungen sind irgendwo meine Sackgasse gelandet. Und ich bin nicht weitergekommen. Und egal, wie ich mich angestrengt habe, ich habe es nicht gelöst bekommen. Und angenommen, meine Faust wäre dann dieses Problem. Und egal, wie ich mich angestrengt habe und aus jedem Gesichtspunkt es versucht habe zu lösen, ich habe es nicht hinbekommen. Und erst als ich meinen Blickwinkel verändert habe, ist es weitergelaufen, ist es vorangeschritten, diese Forschungen. Nämlich, ich habe mich mit größeren Lebenssystemen auseinandergesetzt. Einer der großen Lebenssysteme ist zum Beispiel die Natur. Die Natur weiß sehr viel über das Leben. Denn es ist ein Organismus in sich, das über viele Millionen von Jahren existiert, gut auch existiert und funktioniert. Und wir wissen heute alle, dass die Natur Naturgesetze beinhaltet. Und dann bin ich hingegangen und habe mir diese Naturgesetze näher angeschaut und habe dann im Grunde genommen von diesem größeren System mein Geldthema angeschaut. Und siehe da, aus diesen Naturgesetzen konnte ich bei einigen wissenschaftlichen Projekten weiter voranschreiten und auch tatsächlich ist es zu guten Resultaten gekommen. Aber auch dieses Natursystem, also diese Naturgesetze, sind nicht immer ganz so überlebensfreundlich. Es gibt zum Beispiel ein Naturgesetz, das besagt, fressen und gefressen werden. Oder anders ausgedrückt, der Schnellere frisst den Langsamen oder der Stärkere frisst den Schwachen. Also als irgendwie ein Gesetz, wenn wir dies einsetzen und umsetzen in unserer Gesellschaft oder in unserer Wirtschaft, entsteht eigentlich nur Zerstörung. Und somit habe ich weiter nach Lösungen gesucht
die noch allumfassender sind. Und das ist im Grunde genommen das Leben im Gesamten. Also die kosmischen Gesetze, die Lebensgesetze. Und die gibt es. Es gibt verschiedenste Leute, die darüber auch schon schreiben. Und selbst wenn man nun diese Naturgesetze nimmt und dieses größere System sich anschaut, diese kosmischen Gesetze kennt und dann jetzt auf dieses scheinbar unlösbare Problem fressen und gefressen werden, das aus diesem Blickwinkel betrachtet, siehe da, man kann sogar Lösungen erarbeiten, für die man gefressen werden. Das heißt, bei diesen ganzen Forschungen habe ich nach Systemen gesucht. Und eines jener Systeme, wo ich drauf gestoßen bin, nennt sich holistisches System. Kennt es jemand? Kaum jemand. Aber zwei, drei Leute haben sowas davon etwa was gehört. Das holistische System besagt, wie im Kleinen, so im Großen. Also wie im Kleinen, so im Großen. Und wie im Großen, so im Kleinen. Also es gibt in irgendeiner Form eine Koexistenz. Hier mal in Form einer Grafik. Wie im Kleinen, so im Großen. Und wie im Großen, so im Kleinen. Also es könnte also sein, wenn wir das jetzt projizieren auf unsere Gesellschaft, wenn unsere Gesellschaft krank ist, also im Großen krank ist, dass in irgendeiner Form die einzelne Zelle unserer Gesellschaft auch krank ist. Ist ja eigentlich ganz klar und logisch. Denn aus was besteht das Große? Aus vielen Kleinen. Wir können das zum Beispiel auch ansetzen bei unserem Körper. Wenn wir einen Infekt haben in unserem Körper, im Kritalischen, dann geht es uns ziemlich im Großen nicht so gut. Und auch hier können wir schauen, wie sieht die kleine Zelle aus, und wir stellen fest, auch der geht es nicht so gut. Also wie im Großen, so im Kleinen. Und das Gleiche ist vielleicht auch mit unserem Geldsystem. Im Großen ist das Geldsystem sehr, sehr krank. Also was hat es jetzt mit uns zu tun? Mit der einzelnen Zelle. Damit meine ich mit uns. Also mit mir, mit Ihnen, mit all diesen Menschen. Wie gehen wir heute mit Geld um? Gehen wir mit Geld um in der Form, dass wir es überhaupt verstanden haben? Was ist Geld? Was ist die Grundidee des Geldes? Haben wir immer noch Einstellungen wie, dass der Staat immer mehr Schulden braucht, dass wir immer mehr Schulden brauchen, dass wir jetzt konsumieren und dann nachverdienen, dass wir Einstellungen haben, die ziemlich, ziemlich verdreht sind, so nach dem Motto, das Geld ist für mich und dass ich auch die Verantwortung, die im Geld ist, überhaupt nicht erfasse. Nach dem holistischen System ist es. Und nach meinen Beobachtungen gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem großen, dem kranken Geldsystem und uns. Das ist ein Tabuthema. Nicht viele äußern sowas. Und gestern hat Frau Dr. Vollmer kurz geäußert, die Politiker müssen mutiger werden. Ich war nie Politiker, ich bin kein Politiker und ich werde auch nie Politiker. Aber ich glaube, in diesem Vortrag sollten wir sehr mutig sein, ein paar Tabuthemen anzusprechen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Es gibt einen Spruch, das besagt, Geld verdirbt den Charakter. Stimmt es? Ja. Einige sagen ja. Ein interessanter Spruch, der mich auch sehr interessiert hat. Und ich habe festgestellt, dass dieser Spruch falsch ist. Geld verdirbt nicht den Charakter. Es gab Menschen, die den Charakter verdient haben. Er verdorben hat. Aber Geld hat den Charakter gezeigt. Wir alle haben gewisse Grenzen und gewisse Zwänge.
Es gibt zum Beispiel eine Gesetzgebung, und wenn wir uns nicht daran halten, kriegen wir ein Problem mit unserem Gesetz oder mit der Polizei. Es gibt moralische Gesetze. Wenn ich mich nicht so und so verhalte, dann bin ich nicht mehr akzeptiert in unserer Gesellschaft. Und das sind verschiedene Zwänge, oder zum Beispiel unser Arbeitgeber, dem sagen wir vielleicht auch nicht immer zu eins zu eins, was wir von ihm halten, weil sonst verlieren wir vielleicht unseren Job. Und so sind es unterschiedlichste Zwänge, die wir haben. Und Geld selbst ist ein Verstärker. Einerseits in der Form, dass er uns von diesen Zwängen befreit und eine ganz viel stärkere Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Plötzlich werden wir in eine Situation gehoben, wo wir unseren Charakter, den wir haben, auch real ausleben können. Und der verursacht leider sehr, sehr viel Zerstörung. Wir brauchen unsere Gesellschaft anzuschauen. Das heißt, der Charakter ist in irgendeiner Form eingeengt und durch Geld kann dieser Charakter sich endlich entfalten. Heißes Thema. Geld ist dieser Verstärker. Und was ist ein Charakter eines Menschen? Der Charakter eines Menschen muss nicht böse sein. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die wirklich den Schaden eines anderen Menschen wünschen. Es ist aber die absolute Minderheit. Ein Charakter kann sein, dass jemand für sich, sagen wir mal, drei Hauptwertigkeiten hat. Das Wichtigste in meinem Leben ist, beziehungsweise, das bin ich. Das Zweitwichtigste im Leben, das bin ich. Und was ist das Drittwichtigste im Leben? Ich. Keiner denkt an mich, nur ich denke an mich. Und das ist ein Charakter, zum Beispiel. Und wenn dieser Charakter Geld bekommt und sich entfesselt wird und rauskommt, dann entsteht Zerstörung. Und das ist auch einer der Gründe, warum es keinen Sinn macht, Köpfe auszutauschen. Ich habe Ihnen vorher diese Pyramide gezeigt. Von unten der Bürger bis oben bis zum IWF. Wenn jetzt innerhalb dieser Pyramide Menschen eigentlich alle mit ähnlich gelagertem Charakter sind und Köpfe werden ausgetauscht, was passiert dann? Es kommt der gleiche Charakter nach, der entfesselt wird und wir haben keine Veränderung. Auch das ist eine gewisse Wahrheit, die sehr traurig ist. Weiteres Beispiel. Ich selber komme aus der Wirtschaft und habe relativ viel Leben zu tun und war auch über viele Jahre in Firmensanierung sehr stark involviert. Und so bin ich in Firmen reingegangen, habe auch sehr viel mit Mitarbeitern dort zu tun gehabt. Und jene Mitarbeiter haben oft geklagt, in der Form, dass sie gesagt haben, ich kriege zu viel Druck von oben, mein Chef geht nicht gut mit mir um, wir haben solche Umsatzzahlen, einfach schlichtweg, das System ist in sich nicht gut, wo ich hier arbeite. Und das habe ich auch sehr ernst genommen. Und es war auch oft richtig. Und ich dachte immer, wenn diese Person jetzt, dieser Mitarbeiter, doch nur an der Führungsspitze hätte, dann hätte auch ich es leichter. Und so ist es passiert, dass ich zum Beispiel nach ein paar Jahren wieder in diese Firma reingekommen bin, oder ich habe jetzt kein Schaubild dafür. So sah die Situation aus. Hier unten ist die Person, die sich beklagt. Mir geht es nicht gut. Ich bekomme zu viel Druck. Das System in sich ist nicht gut. Und über die Jahre ist dann diese Person tatsächlich die Hierarchieleiter nach oben gegangen, an diese Stelle, und teilweise sogar an die Spitze des Unternehmens. Nach einigen Jahren kam ich wieder in diese Firma rein, habe mit dieser Person gesprochen und ich war erschrocken über diese Person. Denn sie hat genauso agiert wie ihr Chef vorher und meist sogar schlimmer. Und dann habe ich mir immer überlegt, woran liegt das? Denn es war so glaubwürdig da. Und die Person hat eigentlich nicht geklagt,
dass er ein neues System haben wollte. Sondern was sie mir eigentlich sagen wollte, ist, das System ist in sich eigentlich okay. Einerseits, weil ich nur dieses System kenne, und andererseits kenne ich keine weiteren Systeme. Aber mit einer Sache bin ich nicht einverstanden, nämlich mit meiner Position innerhalb dieses Systems. Eigentlich war das die Grundmessage. Und in der Tat fühlt es sich anders an, ob ich Hase oder Fuchs bin. Der Hase, der kann nichts gewinnen, der rennt um sein Leben, ja, aber der Fuchs selber, der kann vielleicht gerade erreichen. Das sind ganz andere Gefühlswelten. Und jetzt kommt eigentlich die nächste Frage. Wollen wir ein besseres, ein menschenfreundlicheres Geldsystem? Oder sind wir nur mit unserer Position innerhalb dieses Systems unzufrieden? Ja, kann man sich verschlucken. Angenommen, Sie haben das Glück und gewinnen 5 Millionen Euro im Lotto. Was machen Sie mit Ihrem Geld? Gehen Sie hin, kaufen sich die nächste Villa, kaufen sich ein wunderbares Sportauto, zeigen jetzt endlich mal ihren Freunden, was für ein toller Hecht sie sind. So nach dem Motto, das, was ich habe, das bin ich, schau, was für ein toller Kerl ich bin. Gehen sie so damit um? Oder geht die Gesellschaft draußen, wie gehen da die Menschen damit um? Welcher Charakter kommt raus? Oder gehen wir damit um, wie zum Beispiel Jesus, Gandhi oder Dalai Lama damit umgehen würden. Sie würden nämlich weiterhin in Bescheidenheit leben. Sie würden aber diese Energie verwenden, um vielleicht ein ganz kleines Pflänzchen in unserer Gesellschaft, wo gute Ideen da sind, wie zum Beispiel hier dieser Kongress, investieren, dass diese Pflänzchen aufgehen können und wachsen können. Ich möchte mir mal den Hinweis erlauben, ich bezweifle, dass diese drei Personen je Lotto spielen würden. Ja, also die würden wahrscheinlich nicht Lotto spielen, das ist richtig. Aber deswegen stellt sich denen auch die Frage, wie würden sie mit dem Gewinn umgehen, also den gar nicht erst. Das ist richtig, aber ihnen wird auch viel Geld zugeführt. Durch ihre Position. Aber ist es richtig? Das heißt, unsere Gesellschaft ist die Abbildung von der Gesinnung, vom Bewusstsein und von den Handlungen aller Menschen. Das holistische System besagt nichts anderes. Die Gesellschaft zeigt uns einen Spiegel vorne ran. Wir schauen in unseren eigenen Spiegel und erschrecken. Und wollen das selbst gar nicht, unsere Anteile dran sehen. Und ich habe diesbezüglich auch noch eine andere Erfahrung gemacht. Man darf ja über die Gesellschaft auch traurig sein und auch mal sauer sein. Überhaupt kein Thema. Das tue ich und wahrscheinlich jeder von mir in diesem Raum. Aber wenn es überproportional wird, wo man immer nur noch sagt, die böse Gesellschaft, habe ich festgestellt, je mehr ich darüber klage, umso mehr Anteile habe ich selber an dieser Situation. Und aus dem Psychologischen kann man das auch ableiten. Konjunktur. Was ist Konjunktur? Es gibt Firmen, denen geht es sehr gut, machen gute Gewinne, vielleicht auch gute Produkte. Andere Firmen, die haben große Probleme, gehen vielleicht bankrott, können nicht produzieren und Konjunktur ist der Durchschnitt. Und das Gleiche ist mit unserer Gesellschaft. Es ist letzten Endes der Durchschnitt. Ja, eine gewisse Wahrheit, aber das entscheidet ihr selbst, was für euch wahr ist. Somit gibt es zwei sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich muss ganz offen sagen, ich war sehr stark in diesem pyramidischen Denken, lange verankert. Und dieses pyramidische Denken besagt, ich kann nichts verändern, alles wird von oben bestimmt. Und dort resigniert man. Dort setzt man sich in die Ecke und sagt, ich mache nichts mehr. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar das Schlimmste, was man überhaupt nur tun kann.
Aber diese richtige Schlüssel kann meinen ganzen Gesetzen in der Wirtschaft nichts anderes ist als der Durchschnitt von allen Menschen. Und alleine diese Betrachtungsweise war für mich gewaltig. Also ich war nicht mehr so sehr in der Resignation, ich war oft noch frustriert, keine Frage, aber ich habe nicht mehr resigniert. Ich wusste, das, was ich tue, wirkt in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form. Und trotzdem komme ich dann auf den Gedanken und schaue, habe mir angeschaut, wie viele Menschen sind wir eigentlich auf diesem Planeten? 7 Milliarden Menschen. Und ich bin nur einer davon. Also ich wirke ja nur zu einem 7 Milliardsten Anteil. Hat sich auch nicht so wahnsinnig gut angefühlt, aber es war viel, viel besser als dieses pyramidische Denken, so nenne ich es einfach mal. Und trotzdem habe ich gespürt, in irgendeiner Form ist es noch nicht so die ganze Wahrheit. Irgendetwas anderes muss es doch noch geben. Und so auch über die Jahre hinweg ist mir eine weitere Person, auch bildlich gesprochen, über den Weg immer gelaufen, die mich nicht mehr losgelassen hat. Und es war ein Forscher, ein Biologe aus England. Ein Biologe, der vor 30 Jahren eine These aufgestellt hat, dass ihm keine Freunde gebracht hat. Besonders seine wissenschaftlichen Kollegen haben ihn lange massivst angegriffen. Und dann ist er hingegangen und hat mit Versuchen seine These bewiesen, in Dutzenden an Forschungen. Und heute ist er vielleicht in seinen Kreisen nicht immer geliebt, aber er ist als Wissenschaftler akzeptiert. Und dieser Wissenschaftler heißt Robert Sheldrake. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Und er hat mit diesen Tierversuchen, und da möchte ich ganz klar betonen, das sind keine Tierversuche, wo Tiere gequält werden, sondern in Form von Beobachtungen der Tiere. Und in seinen vielen Büchern, die er geschrieben hat, spricht er von einer Beobachtung, oder diese Geschichte nennt sich der 100. Affe. Und diese Geschichte möchte ich ganz kurz mal erwähnen. Das war in den 50er Jahren bei Japan, wo Forscher eine Affenart auf einer separaten Insel beobachtet haben. Und die Forscher sind jeden Tag zu dieser Insel gefahren und haben diesen Affen Süßkartoffeln gegeben. Haben also die Süßkartoffeln in den Sand geschmissen und dann kamen die Affen her und haben dann einfach diese Kartoffel gegessen. Und wie schmeckt eine Süßkartoffel mit Sand? Nicht so wahnsinnig, es knirscht halt ein wenig. Und über die Jahre hinweg haben dann die Forscher beobachtet, dass ein Affe hingegangen ist und diese Süßkartoffel im Meer gewaschen hat und dann erst gegessen hat. Und der Affe, der fand es richtig toll, schmeckt viel besser als Sandkartoffel. Und die anderen Affen haben erstmal nichts gemacht. Die haben weiterhin ihre Sandkartoffeln einfach gefressen. Irgendwann einmal, vielleicht nach einigen Monaten, haben sie dann beobachtet, dass ein anderer Affe dem Affen nachgeahmt hat. Dann sind sie halt zu zweit ins Wasser gegangen. Also angenommen, es waren nach 8 Monaten. Und vielleicht nach 7 Monaten kam der dritte. Nach 6 Monaten kam der vierte. Nach 5 Monaten. Also wurde immer schneller. Bis zu einem Zeitpunkt, man weiß nicht genau, wie viele Affen es waren, also wir nehmen mal an, es waren 99 Affen. Und sagen wir mal, die Population hätte, ich sage mal, 200 Affen. Und dann haben die Forscher eine Beobachtung gemacht, dass sie verblüfft haben. Nämlich als der 100. Affe das nachmachen wollte, ist nicht der 100. Affe, hat es nachgeahmt, sondern die gesamte Kolonie. Also auch die älteren Affen. Und Affen haben so die Eigenart, dass die älteren Affen nichts von den jungen Affen lernen. Das war verblüffend. Aber noch viel verblüffender war, dass um die Inseln herum zu diesem Zeitpunkt
die ganzen anderen Affenkolonien, die auch voneinander abgeschirmt waren, also von der Sicht und auch hätten auch anscheinend auch nicht so rüberschwimmen können, haben genau das Gleiche getan und gemacht. Darüber berichtet unter anderem der Robert Sheldrake. Und nicht nur das, sondern er hat festgestellt, dass das nicht nur bei den Tieren so ist, sondern auch bei den Menschen. Ist das das morphogenetische Feld, was da liegt? Ja. Robert Sheldrake nennt es oder nannte es am Anfang, das ist ein Fachbegriff, morphogenetische Feld. Dann mit den Jahren hat er es als morphisches Feld verstärkt, geäußert. Ja. Aber es ist ja nur ein Begriff, morphisches Feld, morphogenetisches Feld. Ich selber bezeichne es eigentlich mehr als Wissensfeld, Bewusstseinsfeld. Es ist ja erstmal nur ein Name. Das heißt also, was der Robert Sheldrake so festgestellt hat, ist, dass es einfach ein gewisses morphisches oder Wissensfeld oder Bewusstseinsfeld gibt, das real auch auf Menschen wirkt. Und das hat man in der Vergangenheit oft auch schon beobachtet, dass zum Beispiel große Erfindungen zur gleichen Zeit mehrere Forscher die gleiche Entdeckung gemacht haben. Und so wie ich es noch in Erinnerung habe, ist es auch im Edison mal passiert und ich glaube, es war beim Radio, wo, glaube ich, 6 oder 7 andere Wissenschaftler überall auf der Welt herum die gleiche Erfindung gemacht haben. Und mit dieser These bin ich natürlich auch durch die Welt gegangen und habe begonnen, das zu beobachten. Und ich habe von einem Jongleur gehört, also jonglieren, wenn man Bälle hochwirft und mit 3, 4, 5 Bällen jongliert. Der hat vor vielleicht 40 Jahren Leuten das beigebracht, eine ganz bestimmte Übung, und hat dafür 1 bis 2 Wochen gebraucht, um das Menschen beizubringen. Und dann kam dieser Jonglierboom vor 25, 30 Jahren. Können Sie sich noch daran erinnern? Jeder hat es gemacht. Und er hat dann berichtet, dass nach diesem Boom die Menschen nur noch 1 bis 2 Tage Zeit gebraucht haben, um die gleiche Übung zu erlernen, dass man früher 2 bis 3 Wochen oder 1 bis 2 Wochen gebraucht hat. Schauen wir uns mal die Homöopathie. Wir sind jetzt hier in Köthen. Ja, der Herr Hahnemann hat auch mal begonnen, vor vielen Jahren, Homöopathie. Der hat auch schwierige Zeiten hinter sich gehabt. Keiner hat daran geglaubt, dass es wirken kann. Heute, vor 1, 2 Wochen, habe ich eine Reklame von der Pharmaindustrie gehört. Die haben dann tatsächlich homöopathische Mittel verkauft und beworben. Heute ist es so, heute hat sich das Bewusstsein in unserer Gesellschaft so stark verändert, dass wirklich fast jeder hingeht, nimmt ein paar Kügelchen, nimmt sie ein und sagt, naja, schaden kann es zumindest nicht. Ein ganz anderes Bewusstsein wie vor 30 Jahren. Bei der Bioware ist es genauso. Vor 30 Jahren war das ziemlich happig für die Händler zum Beispiel. Und heute, wo kriegen sie heute Bioware? Bei jedem Discount. Ein ganz anderes Feld, ein ganz anderes Bewusstsein, das heute eigentlich existiert. Ich habe selber mal vor vielen Jahren eine Erfahrung gemacht, die mich auch sehr nachdenklich gemacht hat. Es war 1991, als der Golfkrieg war. Und damals bin ich für einige Monate in die USA gegangen und bin dann ziemlich am Anfang, als ich angekommen war, durch ein Universitätsgelände gelaufen und habe ich eine Menschenmenge gesehen, die gute Stimmung war, gejubelt hat und die amerikanische Fahne hin und her geschwenkt hat. Mich hat es natürlich interessiert, was da ist. Bin näher gegangen und siehe da, die haben für den Krieg gejubelt und haben wahrscheinlich ihre Soldaten gerade abgesandt. Und ich habe das mir angeschaut und dachte, die Amerikaner denken wirklich komisch. Und nach einigen Wochen bzw. nach einigen Monaten bin ich durch diesen Campus nochmal durchgelaufen und da war wiederum solch eine Menschenmasse. Bin wieder rangegangen. Und da war wieder so viel Enthusiasmus. Ich stand da, die haben auch wieder für den Krieg plädiert.
Und die Stimmung, die hat mich so fast übernommen, dass ich fast hingegangen wäre, hätte auch so eine amerikanische Flagge genommen und hin und her gewickelt. Ich habe es nicht getan. Aber ich habe gemerkt, oh, ich muss ganz schnell wieder nach Deutschland. Es hat mich fast regelrecht in irgendeiner Form übernommen. Und das beobachte ich heute, wenn man feinfühliger wird, in vielen anderen Ländern. Ob es in China ist, habe ich es erfahren, aber ganz besonders habe ich es in Japan erfahren. Japan ist ein anderes Feld, die Menschen sind komplett anders, wie jetzt hier zum Beispiel in Deutschland. Gehen wir mal ein bisschen mehr so in die Praxis. Atomenergie. Vor 30 Jahren, wenn man sich einen Aufkleber hinten dran gesetzt hat, hingegen Atomenergie, war man ja schon aussätziger. Aber durch Fukushima hat sich das Bewusstsein, zumindest in Deutschland, nicht in anderen Ländern teilweise, komplett verändert, komplett gedreht. Und es hat sich etwas verändert in der Form, was ich mir nicht habe vorstellen können vor Fukushima. Denn die Regierung war absolut für Atomenergie und für die Atomlobby. Und dann ist es passiert, das Bewusstsein in Deutschland hat sich komplett verändert und es gab einen Umschwung zur Energiewende. Auch hier kann man es erkennen, wie sich Bewusstsein irgendwann mal auswirkt. Das heißt, das Bewusstsein durchdringt das gesamte System. Das sind natürlich alles so Gedanken, wo vielleicht für den einen oder anderen neu erscheint oder vielleicht sogar sein eigenes Weltbild ein bisschen durcheinander bringt. Aber hierzu möchte ich etwas bemerken. Vor einigen hundert Jahren, wenn man behauptet hat, dass die Erde rund sei oder nicht der Mittelpunkt des Universums ist, was ist mit jedem Menschen passiert? Es wurde ziemlich schnell ziemlich warm. Die wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und heute? Heute weiß jedes Kind, jedes kleine Kind, dass die Erde rund ist, keine Platte ist und dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sind. Vor 100 Jahren zum Beispiel, da hat man vielleicht behauptet, dass es so etwas wie Handys geben könnte oder E-Mails oder Internet. Die sind vielleicht nicht verbrannt worden, aber sie wurden vielleicht ins Irrenhaus gebracht. Und heute sind wir in einer anderen Situation. Heute lässt sich eigentlich nicht mehr leugnen, dass es viel mehr gibt als unsere fünf Sinne. Vielleicht gibt es einen sechsten, vielleicht sogar einen siebten Sinn. Die existieren und wir sollten uns vor dieser Sichtweise nicht verschließen. Denn es könnte sein, dass vielleicht Ihre Kinder irgendwann mal auf Sie zukommen und sagen, du Mama, du Papa, sag mal im Ernst, ihr wusstet nichts über die morphischen Felder. Mensch, wart ihr vielleicht dumm. Es ist ein neuer Gedanke vielleicht für den einen oder anderen, aber gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Morphische Felder, ich nenne sie persönlich gerne Bewusstseinsfelder. Was sind Bewusstseinsfelder? Hört sich hochgradig kritisch an. Ist das esoterisch? Bewusstsein? Gehen wir doch einfach mal hin und nehmen einer der konservativsten Nachschlagewerke, nämlich die Duden. Und der sagt zu Bewusstsein, Bewusstsein ist ein Zustand, in dem man sich einer Sache bewusst ist. Total easy. Ich bin mir einer Sache bewusst. Es kann also sein, dass wir heute durch die Einkaufsmärkte hindurchgehen, sagen wir mal Lebensmittelmärkte, und links und rechts sind die ganzen Regale, dann kommen wir an die großen Kühlregale, nehmen Wurst raus, nehmen Steaks raus, tun es in unserem Kühlschrank. Und wir essen am Morgen vielleicht ein bisschen Wurst, am Abend vielleicht ein Steak. Und wir sind uns überhaupt nicht mehr bewusst darüber, dass wir gerade ein Lebewesen gegessen haben, ein Tier gegessen haben. Wir sind uns dessen nicht mehr bewusst. Und was eigentlich Bewusstsein ist, möchte ich Ihnen an einem
Film aufzeigen, den ich aus dem Fernsehen mal hatte, bekommen habe. Das nennt sich Die strengsten Eltern der Welt. Genau, die strengsten Eltern der Welt. Und da werden einfach pubertierende Kinder, wo die Eltern nicht mehr Herr werden, kommen zu Naturvölkern und erfahren mal, wie die Natur eigentlich strukturiert ist. Und hier möchte ich Ihnen die kamen nach Nepal, das waren Mädchen und ein Junge, und ich würde mal diesen Film abspielen. Und daraus können Sie erkennen, was Bewusstsein ist, und wir kommen dann nachher auch gleich wieder auf das Thema Geld. Aber erstmal muss ich mal erklären, was Bewusstsein bedeutet. Tag 3. Nach den üblichen Aufgaben am Morgen ist es Zeit fürs Mittagessen. Und schon wieder gibt es Reis. Die deutschen Teenager vermissen schon am dritten Tag Fleisch und die gewohnte abwechslungsreiche Kost. Am ersten Tag war es ja noch okay, Reis zu essen, am zweiten auch, aber dann hing es mir echt aus dem Hals raus. Die Scheiße, mein Lieber. Hier wird einfach jeden Tag Reis gefressen und ich habe mir gedacht, die Chinesen werden schlimm, aber hier gibt es ja nichts anderes außer Reis. Tag 7 in Nepal. Fleisch gibt es für die Nepalis nur an besonderen Festtagen. Doch hier kauft man es nicht im Supermarkt. Gastmutter Indira bereitet heute ein richtiges Festessen vor. Noch wissen die Kinis nicht, warum heute eine kleine Ziege zu Besuch ist. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Tag 3. Nach den üblichen Aufgaben am Morgen ist es Zeit fürs Mittagessen. Und schon wieder gibt es Reis. Die deutschen Teenager vermissen schon am dritten Tag Fleisch und die gewohnte abwechslungsreiche Kost. Am ersten Tag war es ja noch okay, Reis zu essen, am zweiten auch, aber dann hing es mir echt aus dem Hals raus. Die Scheiße, mein Lieber. Hier wird einfach jeden Tag Reis gefressen und ich habe mir gedacht, die Chinesen werden schlimm, aber hier gibt es ja nichts anderes außer Reis. Tag 7 in Nepal. Fleisch gibt es für die Nepalis nur an besonderen Festtagen. Doch hier kauft man es nicht im Supermarkt. Und Gastmutter Indira bereitet heute ein richtiges Festessen vor. Noch wissen die Kinis nicht, warum heute eine kleine Ziege zu Besuch ist. Oh, Mann. Noch ein Zettel. Wie lustig du doch bist. Das ist der Kölner Geißbock in Nepal. Aber Sie wollten ständig Fleisch essen. Was das bedeutet, müssen die Kinder lernen. Macht und den Heil. Au, au. Mach ihn jetzt. Wie denn bei der Aussicht? Ich habe mir da auch gar keine Hände gemacht. Ich habe mir da auch What they do now? What they do? Hey, töten die das jetzt? Nein, wohl. Oh Gott, die töten das jetzt? Nein. Na klar. Quatsch! Die melken das. Die töten das doch nicht. Denk mal logisch. Wir wollen die ganze Zeit Fleisch und wir wollen die ganze Zeit, dass wir kein Fleisch bekommen, ja? Jetzt haben die Ziege hingepackt, packen das Holzbein hin und waschen den Kopf. Nee, die töten das nicht, überhaupt nicht. Nein, tun die auch nicht. Ja? Ey, ich wette mit dir um alles, dass die das Ding jetzt umbringen. Daria ist geschockt. Sie will nicht, dass für ihre Bedürfnisse ein Tier sterben muss. Ich denke, dass die das arme Ding jetzt umbringen. Na, warum stellen wir uns eine Ziege hier hin, ja? Mit einem Holzbein waschen den Kopf von dem Vieh. Mal ganz ehrlich, mal logisch gesehen. Wir merken die ganze Zeit, dass wir kein Fleisch bekommen, ja? Und wir wissen es. Nee.
Ja, ich esse gerne Fleisch, aber nur auf dem Hamburger oder so. Da sehe ich das Tier ja nicht. Das ist schon in den Brötchen drinnen. Ich muss das Tier ja nicht vorher streicheln. Michele begreift, dass Darias Vermutung richtig ist. Die Ziege soll zum Wohl der deutschen Teenager sterben. Nur weil die beiden unbedingt Fleisch wollten. Michele ist erschüttert. Er begreift, wie egoistisch sein Verhalten war. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja. Was für eine Drogensünde! Das ist richtig wie du Hurensöhne. Also warte mal. Fuck du Hurensöhne, Mann. Ich kann nicht mal rausgehen. Was für die Nepalis zum Alltag gehört, wirft die beiden Teenager komplett aus der Bahn. Bei uns werden als Schweine gezüchtet, ja, die werden am Fließband getötet und ich habe so ein Schwein nicht gestreichelt. Mich juckt das auch gar nicht. Mir ist klar, dass man Tiere schlachten muss dafür, damit man Fleisch essen kann. Nur wenn man schon vorher diese gewisse Bindung hat, ja, dass das Tier mit dir kuschelt, wo man sich denkt, das Tier mag mich. Und du magst es ja in dem Moment auch und findest das süß. Finde ich das einfach überkrass, wie kalt die auch dazu gehen, weil die Ziege wurde ja auch mitgemacht und der Typ hat die ja auch gestreichelt, ja, und das war wirklich kalt. Dieses Schockerlebnis hat den Teenagern gezeigt, dass im Leben nichts umsonst ist. Dennoch spüren die beiden, dass sie sich für ihre Reaktion bei Bischof entschuldigen müssen. We want to explain you why we are so. Understand? Mm-hmm. In Germany, they don't kill animals. Because we go to the supermarket and buy our meat. We don't know the animal. Yeah. And yeah. Here, please wait. I understand. In German, you can get meat in the supermarket. Mm-hmm. In this way, in Nepal, we got meat. You will say sorry? Yes, and gut. Ein Beispiel, ich hoffe, merken Sie etwas bei diesem Film? Was ist Bewusstsein? Der Mann aus Nepal, der hat ein hohes Bewusstsein über das Thema Fleisch, das er hinter meinem Tier ist. Und die zwei pubertierenden Menschen, Junge und Mädchen, null Bewusstsein wollen. Ich komme gleich wieder auf das Thema Geld. Schauen wir uns mal an, wie sich in Bezug auf Fleisch unsere Gesellschaft verändert, wenn sich das Bewusstsein verändert. Wir haben, sagen wir mal, ein Bewusstsein über Tiere in der Form, Tiere sind eine Sache oder Ware. Wir haben schlichtweg kein Wissen darüber, dass dahinter wirklich Tiere stehen. Und wenn das Bewusstsein unserer Gesellschaft ist, dann könnte es sein, dass wir exakt diese Strukturen haben, die wir heute haben. Nämlich Massentierhaltung. Tiere werden von der Geburt bis zum Tod nur gequält, um möglichst billige Ware zu erhalten. Wenn sich aber das Bewusstsein in unserer Gesellschaft dahingehend verändert, in der Form, Tiere sind Lebewesen, wir sollten sie artgerecht halten. Das ist ein völlig anders gelagertes Bewusstsein. So entstehen dadurch ganz andere Strukturen, nämlich eine artgerechte Haltung. Tiere werden mit ausreichend Platz gehalten und können recht gut überleben.
haben auch ein bisschen Lebensqualität. Oder wir haben sogar noch ein ganz anderes Bewusstsein in der Form, Tiere sind unsere Brüder. Wir achten und segnen sie und bedanken uns bei ihnen dafür, dass sie uns ihr Fleisch geben. Wenn Sie wissen wollen, wie gewisse Menschen so agieren, dann schauen Sie sich den Film Der letzte Mohikaner an. Die erste Szene des Films ist beeindruckend. Es sind drei Indianer, die einen Hirsch jagen. Sie erlegen diesen Hirsch. Sie knien dann bei diesem Hirsch und sagen, Bruder, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich sagen, aber so nach dem Motto, wir ehren dich für deine Stärke, für deine Kraft und dass du ja auch unser Bruder bist und vielen Dank, dass du uns dein Fleisch gibst. Und daraus entsteht vielleicht völlig andere Strukturen in der Form, dass wir eine wesensgerechte Haltung schaffen. Wir Menschen achten darauf, dass die Tiere bis zum Tode ihrer Bestimmung nachgehen können. Entscheidend ist das Bewusstsein und daraus folgen die Strukturen. Unsere Gesellschaft, unsere Systeme und Strukturen sind das Abbild unseres kollektiven Bewusstseins. Wenn wir an diese morphischen Felder mal rangehen, wie wirken diese, sollten wir unbedingt Folgendes wissen. Wir brauchen erst einmal 1-3% der Menschen, die, ich nehme jetzt mal dieses Geldsystem, gedanklich durchdrungen und auch danach leben. Das ist erst einmal das Allerwichtigste. Nur eine kleine Masse oder 1-3%, nicht mehr. Die es aber nicht nur aus der Rationalität her erfassen, sondern es vor allem leben. Ein Riesenunterschied. Wenn wir es nur rational erfassen, so passiert es, dass vielleicht tatsächlich ein Bewusstsein dadurch entsteht und auf dieses morphische Feld wirkt, im Faktor 1. Aber es gibt etwas, was eine viel stärkere Durchdringung hat. Und das ist, es zu leben. Aus dem Innersten heraus zu leben. Und so kann es sein, dass jemand, der das aus dem Inneren authentisch lebt, das ist vielleicht ein Faktor von 1000 oder vielleicht bei Mahatma Gandhi ein Faktor von vielen, vielen 1000 hat. Deshalb, und was, beziehungsweise was ich immer wieder beobachte, es gibt Menschen, die sehr gut reden können, aber es nur rational erfassen und selber auch nicht danach leben. Und vielleicht hier auch in der Kanzel stehen und was Tolles sprechen. Das heißt noch lange nicht, dass es wirklich jemand lebt. Und ich beobachte Menschen, die können darüber nicht reden. Das wissen die gar nicht, haben gar nicht die Ausdrucksweise. Vielleicht ist es ein Handwerker, ein biederer Handwerker, der einfach sein Geschäft richtig gut macht, aber mit der Thematik nichts zu tun hat, aber er lebt danach. Weil das einfach im Innersten des Herzens hat. Oder ein Bauer oder was auch immer, die das leben, die das vielleicht nicht artikulieren können, aber sie leben danach und sie wirken auf das morphische Feld in einer viel stärkeren Weise als der Herr Dr. Professor XY. Wenn, ich würde gerne ein ganz kurzes Beispiel machen, was eigentlich authentisch leben bedeutet. Meiner Ansicht nach leidet unsere Gesellschaft an einem ganz schlimmen Syndrom, was hier in diesem Kongress fast nicht behandelt wird. Es gibt eine Basis unserer Gesellschaft, auf der die Gesellschaft grundsätzlich aufgebaut ist. Und das ist Austausch. Austausch besteht aus zwei Dingen.
ein Geben, ein Aussenden und ein Bekommen. Also ich gebe etwas und bekomme etwas. Ich gebe etwas und ich bekomme etwas. Das ist ein gerechter Austausch, der auch dem Gegenüber die Möglichkeit gibt, zu leben und zu überleben. Und ich selber beschäftige mich sehr intensiv mit Tieren auch in meiner Freizeit. Und ich habe in meinem Garten so einen Gnadenbauernhof, in Anführungsstrichen. Also Tiere, die in Not sind, die können zu mir kommen, ich pelle sie auf und wenn sie wieder fit sind, dürfen sie wieder gehen und wenn sie einfach invalide bleiben, dürfen sie auch bei mir bleiben. Und diese Tiere haben mir auch Weisheiten gezeigt. Wenn ich mir eine Ente anschaut oder eine Gans oder eine Henne, dann haben die ein ganz wichtiges Gut, das das Wichtigste in ihrem Leben ist. Mindestens, wahrscheinlich viel wichtiger als ein Klumpen Gold für uns Menschen. Und das ist das Ei. Das heißt, wir, beziehungsweise die haben dieses Ei und dieses Ei beschützen sie teilweise mit ihrem Leben. Also ihr Ei und das auch das Nachkommen. Das ist das Wirkliche. Wenn wir die Gesellschaft mir anschauen, wenn wir durch unsere Läden hindurch gehen, dann stehen wir vor einem Eierregal und wir haben die eine Möglichkeit, in das linke Regal, oder von mir aus ins linke Regal reinzugreifen und wir können 10 Eier für 1,59 Euro kaufen. Und dann überlege ich mir, wir nehmen das höchste Gut dieses Tieres. Die haben kein höchstes Gut. Das nehmen wir mit Lebigkeit. Und dann frage ich mich, was geben wir diesem Tier eigentlich zurück? Nichts. 0, nichts. Wir pferden sie in Ställe rein, wo 22 Tiere auf einem Quadratmeter leben müssen, pumpen sie voll mit Antibiotikum etc. Und diese Tiere haben im Grunde genommen kein Lebensgefühl, können ihre Bestimmung keinen Schritt näher kommen. Und ich selbst, und nicht nur ich, sondern Sie alle, haben die Möglichkeit, 1 Euro draufzulegen und in das rechte Regal reinzugreifen und vielleicht biologische Eier. Jetzt ist gerade dieses Thema, dass man natürlich Skandale im biologischen Grad drin sind, aber da möchte ich auch etwas dazu sagen. Es mag sein, dass es Leute gibt, die dieses System ausplündern, aber vielleicht 80-90%, die machen es redlich. Und es ist die Frage, ob wir unsere Konzentration auf die 80-90% haben oder ob wir für uns eine Rechtfertigung haben, diesen Euro, den stecke ich für mich ein. Das ist die große Frage. Aber wir können wieder einen Austausch leben mit diesem einen Euro und in das rechte Regal reingreifen und diesen Tieren vielleicht 4 Quadratmeter, wo eine Henne lebt, zurückgeben. Und das haben nur wir in der Hand. Und daraus entsteht, dass man ein Vorbild ist. Man kauft anders ein, man spricht anders und andere Leute werden nun aufmerksam. Nämlich es passiert, 20% der Menschen sind relativ wache Menschen. Und die werden natürlich inspiriert durch diese 1-3%. Und die wundern sich, hey, warum kaufst du biologische Eier? Wir kommen nachher gleich wieder aufs Geldsystem. Die sind aber wach, überlegen sich das oder warum gehst du mit dem Geld so und so um? Und plötzlich beginnen sie das nicht nur nachzuahmen, sondern sie verstehen es und sagen, ja, das ist richtig. Und jetzt entsteht im Grunde genommen eine Masse. Diese 1-3%, beziehungsweise die 20%, die dann folgen, die Masse sind Mitläufer. Die laufen dann in die Richtung. Und jetzt beginnen sich die Manifestationen zu verändern in unserer Gesellschaft. Mahatma Gandhi sagte etwas dazu. Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Wir müssen sie sein. Oder wir gehen hin und sagen, du musst es sein. Aber wie viele Finger zeigen zu mir? 3 oder 4. 3 oder 4, je nachdem, wie ich halte. Wir müssen die Veränderung sein. Und es wird sich gar nichts verändern, wenn wir nicht bei uns beginnen.
dieses mal umgesetzt. Im Grunde genommen ist das morphische Feld eine Herdplatte. Eine Herdplatte, die sich erwärmt und immer heißer wird. Und auf dieser Herdplatte ist ein Topf mit Wasser. Und jetzt passiert es, dass dieses Wasser Schritt um Schritt sich erwärmt, irgendwann mal kocht, beginnt zu sieden. Und jetzt geht der Dampf die ganzen Hierarchien unserer Gesellschaft hindurch. Ganz oben sind die Politiker, da ist der Deckel. Und jetzt bekommen die Politiker richtig Dampf. Der Deckel, der beginnt zu wackeln. Ja, und dann passieren Dinge, wie zum Beispiel Atomausstieg, wo die Politiker gar nicht mehr das erfassen und einen kompletten Paradigmenwechsel herbeiführen. Und das ist aktuell, oder das ist vor ein, zwei Jahren, oder anderthalb Jahren passiert. So verändern sich die Strukturen unserer Gesellschaft. Ich beobachte, oder ich möchte hierzu auch noch etwas weiteres sagen, weil wir natürlich grundsätzlich eine Bewegung sind, die absolut in der Minderheit sind, aber es gab Menschen, die vorangeschritten sind. Und ich weiß nicht, ob sie jemals durch tiefen Schnee gewartet sind, sagen wir mal einen Meter Tiefe. Ist es schon mal einmal gegangen, 50 cm oder einen Meter tief? War schwer, oder? Sauschwer. Das heißt also, Menschen, die neue Wege gehen, die haben es ganz einfach. Ich hoffe, dass Sie sehen können. Da ist also einer, der möchte den Berg besteigen, tiefer Schnee. Und er läuft nun diesen Berg nach oben. Und er hat es alles andere als einfach. Nehmen wir mal die Geldbewegung. Da gibt es zum Beispiel eine Professor Margaret Kennedy, die vor 30 Jahren, ich habe gestern gehört, vor 31 Jahren begonnen hat. Da gibt es vielleicht einen Helmut Kreuz, der vor vielen, vielen Jahren, ich habe mal nachrecherchiert, der ist jetzt 90 Jahre, wird auch noch einen Vortrag halten. Und die sind vorne angestopft und die sind sehr, sehr oft auch angegriffen worden. Das war nicht so einfach für jeden. Und so laufen sie einen Weg und der Zweite, der sieht schon Stapfen im Schnee und geht nun, hat es nun etwas leichter, weil davor schon mal einmal mal gegangen ist. Und es geht im Grunde genommen weiter, noch weiter. Es wird immer weiter runtergetrampelt. Es ist für andere Menschen viel leichter, das jetzt mitzugehen, bis zu einem Zeitpunkt, wo es auch für die Masse sehr, sehr leicht ist, diesen Weg zu gehen. Und jene Menschen, gehen wir mal zurück, jene Menschen, es gibt viele Menschen, die uns einen Weg geebnet haben, wie die drei Personen, die ich erwähnt habe. Aber es gibt viele andere, die hatten es nicht einfach. Aber sie haben uns einen Weg geebnet, dass wir ihn gehen können. Denn vorher hätten wir es nicht geschafft, weil der Schnee zu hoch ist. Und hierzu möchte ich noch auf die Verantwortung des Geldes kurz eingehen, das mir sehr am Herzen liegt. Wir meinen immer, das Geld, das zu uns fließt, gehört uns. Und wir haben es redlich erarbeitet. In einer gewissen Weise stimmt es auch bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist so, nehmen wir mal Bio-Produkte. Da gab es vor 30 Jahren Menschen, die alles eingebracht haben, um einen Bioladen zu eröffnen, ihr Vermögen, ihre Ersparnisse, 100 Stunden Arbeit in der Woche, um nicht bankrott zu gehen. Und dadurch hat es aber geschadet, hat die Gesellschaft diese Produkte bekommen, das Bewusstsein hat sich verändert. Das heißt also, immer mehr Menschen können dem gehen, vielleicht ist es dann auf 20 cm tief der Schnee. Das heißt also, es sind Leute vorne weggegangen. Und dann, wenn der Schnee tief genug ist, der darf nicht ganz tief sein, irgendwann mal, wenn der Schnee zu tief ist, wird er eisig und glatt, dann kommen die großen Konzerne und kassieren ab, wie es jetzt auch gerade passiert. Bioware sieht man überall. Und warum machen es die Konzerne? Höhere Margen als mit den konventionellen Waren. Das heißt also, sie springen auf das Bewusstsein, wo andere Menschen wirklich viel eingebracht haben und kassieren ab.
Und das Gleiche wird auch bei uns sein. Vielleicht verdienen wir gut oder sonst etwas. Aber wir sollten eins nicht vergessen. Es gab Menschen, die durch diesen meterhohen Schnee gewartet sind und uns den geebnet hat. Und alleine daraus kann man die Verantwortung des Geldes zurückführen und auch erklärbar machen. Und wir alle haben eine Verantwortung. Nicht die Banker, nicht die Politiker. Ich meine wir. Denn dieses Geld, wo zufließt, kann nur zufließen, weil andere Menschen vorangegangen sind. Das ist die Verantwortung des Geldes. Und das Gleiche ist auch, sagen wir mal, hier mit diesem Kongress, Global Change. Die gehen einen schwierigen Weg und versuchen mit diesen Seminaren, mit diesem Kongress, ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir Veränderungen in unserem Geldsystem und in anderen Bereichen hervorzurufen. Und ich glaube, dass sie es nicht einfach haben. Ich kenne die Situation nicht, aber ich kenne diese Regel. Und da weiß ich, da ist Geld in der Regel immer knapp. Und vielleicht schauen wir mit einem Auge, vielleicht auch auf solche Leute, also wenn ich mir den Tom oder Manuel anschaue, das sind wirklich Menschen, die wirklich was für den Menschen tun wollen, die das rausbringen wollen, das Bewusstsein verbreiten wollen und wir vielleicht auch eine kleine Verantwortung haben, zu schauen, dass sie die Geldmittel in irgendeiner Form bekommen, dass die Idee in irgendeiner Form bestehen bleibt. Das ist auch unsere Verantwortung. Und ein weiterer Punkt für diesen Kongress. Es gibt ein morphisches Feld, nehmen wir mal das Thema unser Geldsystem, was ja sehr stark angesprochen wird. Da kann es sein, dass der sagt, also das bezüglich Geld, das muss so und so sein. Und die Philosophie muss sein. Das ist das Einzige, was funktioniert. Und die andere Person auf der anderen Seite, die sagt gerade das Gegenteil, in Anführungsstrichen, beziehungsweise scheinbar. Und dann kriegen die sich in die Wolle und man geht auseinander. Und das stimmt nicht. Dieses morphische Feld kann man aus vielen Gesichtspunkten heraus betrachten. Und auch in diesem Kongress, wo enorme Energien auch existieren, kann es sein, dass es extrem wichtig ist, dass jeder es vielleicht aus einer anderen Sicht. Bin ich zu spät? Okay, ich komme bald. Und für diesen Kongress wünsche ich mir, dass man die Meinung des anderen wahrnimmt, vielleicht etwas draus lernt und vielleicht viel mehr entsteht, als wenn wir meinen, unsere Meinung ist die einzigste. Und im letzten Kongress habe ich ganz kurz mit der Frau Professor Margaret Kennedy kurz gesprochen und habe gefragt, warum sind Sie eigentlich da? Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen Jahren. Und da sagte sie zu mir, ich bin hier, um zu lernen. Und sie ist im zarten Alter von über 70 Jahren, seit über 30 Jahren in diesem Thema drin. Und ich denke, sowas können wir vielleicht auch als Vorbild ansehen. Wir haben nun also drei Systeme. Das pyramidische System sagt, ich kann nichts ändern, alles wird von oben bestimmt. Das holistische System besagt, ich kann meinen Anteil zum Ganzen beitragen. Und das morphische Feld sagt, mein Bewusstsein und jede meiner Taten wirken auf das Ganze. Und vor allem die Taten, das was wirklich gelebt wird. Ein weiterer Aspekt, und dann komme ich Schritt um Schritt zum Ende, ist das morphische Feld, der Einfluss auf das morphische Feld ist viel stärker, je mehr man an den Grundwahrheiten des Lebens ist. Je näher man an der Wahrheit ist, umso stärker wirkt es. Wahrheit hat eine sehr, sehr starke Kraft. Und deshalb möchte ich etwas über die Grundwahrheiten des Geldes kurz sprechen. Es gibt eine Wahrheit,
in der Form. Die Grundidee des Geldes war mal, dass wir Ware gegen Ware getauscht haben. Tauschhandel. Und das war ziemlich schwierig. Besonders wenn man ein Rindvieh hatte und man wollte Eier, dann hat man 1000 Eier bekommen. Tja, und was mache ich jetzt mit diesen 1000 Eiern? Und dann kam man auf eine wunderbare Idee, dass wir gesagt haben, ich tausche Ware gegen ein Symbol, ein wertloses Symbol. So, dass wir miteinander besser austauschen können. Sie können sich noch erinnern an dieses Beispiel mit den Eiern. Also besser austauschen. Das heißt also, die Grundidee des Geldes ist, den Austausch von Produkten, Werten oder Nutzen einfach zu vereinfachen. Das war ganz einfach, ganz simpel und das ist eine Art von Wahrheit. Und was haben wir daraus gemacht? Wir haben Geldindustrien haben wir entwickelt. Wir haben begonnen mit Geld Geld zu machen. Es ist im Grunde genommen, was gerade unsere Gesellschaft hier verursacht hat, ein Verrat gegenüber der Grundwahrheit des Geldes. Aber das ist nur der technische Aspekt. Es gibt vielleicht einen Aspekt, der noch viel tiefer ins Leben hineingeht. Und ich habe mich mal einfach hineingefühlt und mir überlegt, was würde eigentlich Jesus, Gandhi und Dalai Lama, wie würden die denn eigentlich die Grundwahrheiten des Geldes formulieren? Der Sinn des Geldes ist, dem Leben zu dienen. Und die Symbiosen auf unserem Planeten auch für die folgenden Generationen aufrechtzuerhalten. Damit sich das Leben in all seinen Facetten dauerhaft entwickeln und entfalten kann. Vielleicht ist es eine hohe Wahrheit. Vielleicht ist es auch ein kleines Leitbild, wenn wir ein neues Geldsystem entwickeln, abzugleichen, wird es dem gerecht oder nicht. Und aus diesen Aspekten heraus bin ich auf ein Projekt, habe ich ein soziales Projekt entwickelt, das mir einerseits sehr viel Arbeit macht, aber, oder auch nicht spektakulär ist, aber relativ stark wirkt. Ich habe begonnen, alle 3 bis 4 Monate einen Aufsatz zu schreiben über, das nennt sich klare Sicht zu den Grundwahrheiten des Geldes, wo ich versuche, mit ganz einfachen Worten, mit vielen, vielen Schaubildern, das näher zu bringen, die Grundwahrheiten des Geldes. Und ich gebe das allen Menschen, die sich dafür interessieren, die sich damit beschäftigen wollen, ob jung oder alt, ob Beamter oder Unternehmer oder sonst irgendetwas, gebe ich gern kostenfrei weiter. Per E-Mail mache ich das heute, ich habe ein paar ausdrucken lassen. Das sind zum Beispiel Themen wie Geldprobleme entstehen, eine kleine Reise zum ultimativen Ursprung oder Gesetz von Ursache und Wirkung, Auswertung zur Schuldenkrise mit denkbaren Lösungsansätzen oder das kindliche Verhalten von Erwachsenen in Bezug auf Geld und. Wenn jemand Interesse haben sollte an dieses Thema, ich habe einige drucken lassen, könnt ihr mitnehmen. Oder ihr könnt euch eintragen und ihr kriegt alle 3-4 Monate diese Aufsätze zugemeldet. Das Resümee aus diesem Vortrag, und dann bin ich auch am Schluss. Das ist Bewusstsein und das sind die Strukturen unserer Gesellschaft. Und wenn sich unser Bewusstsein verändert und ins Positive geht, so kommen die Strukturen zeitverzögert, manchmal auch durch lange Zeitverzögerung, folgen im Grunde genommen diesem Bewusstsein. Und auch das können wir ableiten von jenen Personen, die ich mehrfach erwähnt habe. Diese Menschen hatten immer sehr, sehr viel Geduld. Aber wenn sich unser Bewusstsein verschlechtert, so folgen auch die Strukturen diesem Bewusstsein. Und das ist ein Lebensgesetz. Und wenn wir das erfahren, erfassen, dann muss keiner mehr frustriert sein. Muss keiner mehr resignieren. Sondern wir wissen, wo wir anpacken müssen.
Vielleicht sind wir manchmal noch ein bisschen traurig, was hier draußen passiert, aber dann sagen wir jetzt erst recht. In diesem Sinne, vielen Dank. Jetzt können natürlich Fragen gestellt werden. Ja, wir hätten jetzt noch etwa 10 Minuten Zeit für Fragen. Also erstmal möchte ich gerne eine konstruktive Kritik loswerden. Bei Ihren Beispielen, Sie haben immer sehr das Männliche betont. Okay. Egal, ob es um Menschen ging in ihren Berufen, da waren dann der Bäcker und der Handwerker, also oder auch die... Die Gans, habe ich gesagt. Also ich jetzt auch schon mal, dass wir das Männliche mehr tun. Das andere, da wo ich auch schon resigniert habe, wenn ich selber für mich sehe, dass ich entscheiden kann, wo ich mein Geld anlege, mit welcher Bank ich zusammenarbeite, welche Dinge ich, Lebensmittel ich mir kaufe. Und wenn ich so ein bisschen versucht habe, das in meiner Umgebung das publik zu machen, auf wie viel auch Abwehr ich da stoße, da hängt es immer wieder am Geld. Weil die Hosen, die in Bangladesch unter furchtbaren Lebensbedingungen für die Schneiderin hergestellt werden, die ist eben halt billiger als wie, ich kaufe bei Waschbär oder sonst wo. Ne? Ja, also das Thema Geld, gehe ich ganz kurz drauf ein. Das Thema Geld ist in ganz vielen Bereichen eine Ausrede, dass man kein Geld dafür hat. Es ist die Frage, welche Wertigkeiten habe ich? Und für das, was mir wirklich wichtig ist, habe ich Geld, höchstens ich bin jetzt Hartz-IV-Empfänger oder sonst etwas. Aber bei einem ganz Großteil der Menschen, die haben einfach keine Wertigkeit und kein Bewusstsein dazu. Es ist ihnen nicht wichtig und auch nicht wertig. Egal wie sie reden. Es gibt, ich sage jetzt was ganz Brutales. Geben Sie mir einen Kontoauszug einer Person und ich sage Ihnen, welche Wertigkeiten diese Person hat. Denn Geld fließt diesen Wertigkeiten oder folgt es letzten Endes. Wenn Menschen einfach sagen, mir ist es einfach wichtig, dass ich hohen Status habe und dass ich einfach, dass meine Freunde mich ansehen, deshalb brauche ich einen Daimler, einen möglichst großen Daimler, dann fließt dieses Geld dorthin. Und ich kenne Menschen, die nicht viel verdienen und in ganz andere Wertigkeiten investieren. Es ist der Mensch und der hat Wertigkeiten. Und diesen Wertigkeiten fließt das Geld hin, oder? Ja. War das? Ich würde gerne noch mal eine Frage wegen des Geldes stellen. Was ist denn mit den Leuten, die so sozusagen zum Prekariat gehören, die sich weder Demeter Lebensmittel kaufen können oder Neulandprodukte kaufen können, denen auch ein Wechsel zum Stromanbieter aufgrund ihrer Bonität verweigert wird, Ökostrom zum Beispiel? Was ist denn mit denen? Ja, ja, deshalb ist die finanzielle Freiheit so wichtig. Ja, das heißt, damit beschäftige ich mich vor allem auch in meinen Seminaren sehr stark damit, damit Menschen in eine finanzielle Freiheit kommen, Freiräume haben und dann auch tatsächlich was bewirken kann. Wenn ich in einer so schwierigen Situation bin, wie das eingedrückte Männchen, wo ich kurz gezeigt habe, da geht es nur noch um die nackte Existenz. Das ist egal, woher sie das Essen bekommen oder sonst etwas. Hauptsache, ich habe etwas im Magen drin. Das ist aber was ganz Normales, ist ein Mechanismus. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen nicht nur um ihre eigene Existenz kämpfen müssen, sondern dass sie Freiheiten kriegen in der Hoffnung, dass sie es mit ihrer Verantwortung unterlegen und untersetzen. Und das ist für mich einer der ganz entscheidenden Punkte, dass Menschen mit Geld so wertvoll umgehen, dass sie selber auch schwierige Situationen gut bewältigen können. Direkt dazu. Denn sonst entsteht letzten Endes immer Zerstörung, mit dem Beispiel, was Sie gesagt haben. Unbewusst. Direkt dazu. Ich kenne einen Studenten, der sagt, ich habe wenig Geld, ich esse kein Fleisch mehr und kaufe dafür Bio-Sachen. Seine Entscheidung und damit kommt er mit seinem Geld auch hin dann. Und raucht nicht mehr. Das hat was mit Wertigkeiten zu tun. Mit Wertigkeiten im Leben. Ja, das ist klar.
Ich beschäftige mich auch mit der Aufklärung und sehe zwei Punkte. Immer. Auf der einen Seite die morphogenetischen Felder, andererseits sehe ich noch die Psychologie der Massen, dieses Gruppendenken, dieses Gruppenbewusstsein, was bei dir vielleicht auch in den USA passiert ist. Kannst du das beides mal abgrenzen? Ob ich es abgrenzen kann? Ja. Mit einem hohen Bewusstsein, ja. Ja. Mit einem geringen Bewusstsein, nein. Okay. Aber diese Gruppeneigendynamik, die auch für die Bewegung letztendlich wichtig ist, siehst du da auch etwas? Oder gehst du hauptsächlich auf diese morphogenetischen Felder, dass du sagst, wenn viele Leute das gleiche denken und das gleiche vorleben, passiert das generell? Oder wenn eine Gruppierung, die geografisch gerade vereint ist, eine eigene Dynamik bewegt, dass sie alle quasi mitreißt? Wenn es positiv ist, ist ja nichts dagegen einzuwenden. Ja, und es gibt einfach auch diese Dynamik. Und also gibt es auch, ja. Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Also nicht jede Dynamik ist negativ. Es gibt, wir haben ja schlimme Beispiele. Nicht positiv, sondern ob es einerseits diese morphogenetische, diese auf einer anderen Ebene, auf einer Welle quasi, und ob es diese andere auch gibt oder ob das eine Weiterentwicklung dort ist. Dort entsteht ein Feld. Dort entsteht ein Feld. Okay. Ja, ein spezielles Feld. Es gibt ja viele Felder. Okay. Im Grundsatz für alle Diskussionen sind auch gesellschaftliche Probleme. Aufgrund der gesellschaftlichen Probleme, das ist der Ursprung, muss ich anfangen. Und wir haben ja schon allerhand erlebt. Ich will jetzt nicht von mir ausgehen, dass wir 30, 40 Jahre in der DDR gelebt haben, ein anderes System, wo Geld auch die Frage trotzdem in anderer Form war. Und das hat auch nichts gebracht. Es kommt sicherlich, und was Sie auch sagen, auf die Einstellung drauf an, die eine Gesellschaft zum Geld und zu Werten hat. Und da muss man anfangen. Und dann kann man eins und das andere, das haben Sie auch alles richtig schon dargestellt, nicht herausnehmen. Man muss das im ganzen Kontext sehen. Und dann kann ich was verändern. Nur das, und Sie haben auch gesagt, das Bewusstsein, und das Bewusstsein wird auch die Gesellschaft verändern. Und wir haben was Positives dazu. Es wäre ja nie wahrscheinlich zu der Einheit Deutschlands gekommen, wenn jeder in seiner Form weitergedacht hätte. Und das ist ganz, ganz positiv. Und dann freuen wir uns heute noch drüber. Es wird auch nicht mehr gesehen. Und wie es eigentlich entstanden ist, wissen wir eigentlich auch nicht so richtig. Wir vermuten an verschiedenen Stellen. Das wissen nur ein paar Leute. Aber es hat geklappt. Und ich bin in der Hinsicht wieder Optimist. Auch in dieser Sache. Wir haben jetzt gedacht, das neue System wird alles toll sein für uns, weil wir das früher gedacht haben. Es war auch nicht so. Die soziale Marktwirtschaft, das würden Sie sofort unterstreichen, das würde klappen, aber das andere ging auch nicht. Aber ich denke, das andere ist positiv und Sie haben alles schön gebracht. Wunderbarer Vortrag, danke. Hamburg angereist und ich freue mich, dass es hier einen Stützpunkt gibt, der sich mit Geld beschäftigt. Und ich habe vor über 30 Jahren der Lüneburger Heide Gott Kennedy kennengelernt und Herrn Helmut Kreuz. Und dort haben die Ideen eines besseren Geldes kennengelernt. Ich habe auch den Herrn Hobst, der damals den Hof geführt hatte, dort im Bierhof, unterstützt in der Werbung. Und das sind immer noch Einzelpersonen, die etwas bewegen. Das haben Sie ja deutlich gemacht. Danke Ihnen. Also, da hinten noch kurz, ja. Wenn es auch geht, von der Zeit her. Ja. Ich würde sagen, das ist die letzte Frage. Vielleicht nur eine Ergänzung noch, was ich, also viele Punkte an Ihrem Vortrag fand ich sehr, sehr schön und die leiten im Grunde genommen weiter in eine gewisse Entwicklung, die ich sehr, selber auch sehr befürworten würde. Und ein Punkt, der vielleicht sehr schön ist, besonders zu den Tieren. Es gibt eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, genauso wie wir viele, viele Jahre dafür gekämpft haben, dass Menschenrechte, ich sag mal so wie die Luft zum Atmen, einfach anerkannt sind, dass man das für Tiere genauso macht. Also, dass man einfach sagt, das, was die alten eingeborenen Völker schon seit Jahrtausenden wussten, auch in unsere materialisierte, zivilisierte Welt wieder hineinzuholen, einfach zu überlegen, was ist ein Tier, was vor mir steht, was ist das für ein Wesen und welche
ihm innegeborenen Rechte sind da. Und es gibt eine Bewegung, die das macht und die den Tieren wieder Rechte geben möchte. Und ja, vielleicht das soll ich noch dazu. Gut, danke. War natürlich nicht das Hauptthema, aber ich konnte es einfach an diesem Thema Tiere sehr gut darstellen, wie das Bewusstsein und die Strukturen der Bewusstsein verfolgen. Dann würden wir es beschließen. Für Fragen stehe ich auch sonst gerne zur Verfügung, wenn Sie so ein Newsletter haben, also die Ausarbeitung haben, dann können Sie es nehmen. Vielen, vielen Dank. Wir sind auf der Matte ein Recklinghausen. Ja.